Ja, Dummheit muss bestraft werden. Auch natürlich in meinem Sinne. Leute, ich bin da. Müssen wir das. Komm ab. Ecke. Nix? Okay, passiert nichts. Keinen Sinn dann? Wenn ich ehrlich bin. Dann auch keinen Sinn. Jetzt. Ich weiß nicht, wie ich die kriege. Die kriege ich jetzt, ja. Okay. Nice. Ein neuer Key. Und dieses Flitzen so super cool. Diese Animation liebe ich. So. Gerade ein bisschen überlegen, wo wir jetzt überhaupt sind. So, jetzt gehen wir wieder runter in den Keller. Weil nur im Keller fühlt man sich auch besser. Ja. So. Und dann. Bin einfach so geistig dumm, ey. So blöd, ich bin so blöd, so blöd, 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 blöd. Ja. Wo ging es eigentlich nochmal hier lang? Ach so. Blub. Ich schmeiß mit was, schmeiß ich auch mit was. Okay. Okay, passt auch. Den haben wir doch. Jetzt nächste Frage. Na? Hier noch zwei Truhen. Okay. Ah, okay, hier waren wir. Wieder. Und gehen wir wieder hoch, weil wir müssen noch in einen Raum, wo wir noch nicht drin waren.
Perfekt. Und zwar müssen wir Folgendes machen. Ups, genau. Perfekt. Master Key. Jetzt muss ich nochmal selber schauen. Wir haben noch eine Kiste, die ist nicht geplündert. Sollen aber vier Schlüssel haben. Da passt irgendwas nicht. Okay, irgendwas ist hier gelaufen. Mal. Mal. Okay. Ups. Was hast du mir zu sagen? Okay, weil wir haben eine Sache noch zu lösen. Mann, ich hasse es. Okay, so. Aber muss ich jetzt noch was dazu sagen? Das ist nur ein Rubin. Wenn ich mich also jetzt nicht recht entsinne, sind wir ziemlich gefickt worden. Ein Key mehr? Warum gibt es hier keine Keys mehr? Okay, ich muss tatsächlich sagen, hier ist echt nur Bahnhof. Irgendwas Wichtiges. Verkackt eigentlich. Irgendwas? Ganz richtig. Ups, das war. Ein Schlüssel mehr. Man merkt eventuell, ich bin leicht überfordert. Ja. Noch hin. Muss ihn ja auch nicht töten, glaube ich. Ich werde auf respawn, oder? Ja. Jawohl, da habe ich alles.
Im Raum ist noch irgendwas nicht richtig. Wir neu versuchen. Wie gesagt, noch zwei Keys. Hier ist keiner mehr. Merkwürdig. Ui. Jetzt habe ich den Key auch. Aber es fehlt immer noch einer. Das Ding würde mir auch anzeigen, wenn die noch ein Schlüssel wäre. Ah, jetzt habe ich aber einen Key. Ach, okay, sorry. Ich bin gerade einfach nur perplex, weil ich nicht weiß, wo dieser scheiß letzte Schlüssel sein soll. Alle tun. Überall. Leute, wir haben ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wo lang es gehen soll. Da waren wir schon. Mann! Die kleinen Mistviecher. Ich bin echt am Überlegen.
Ach Gott, okay. Ja, ich bin einfach nur geistesbehindert, das ist alles. Okay. Es tut mir leid. Bin ich verpeilt gerade. Ach du heilige Kacke. Ja, man hätte mal ein bisschen früher drauf kommen können. Weiß jetzt, wo der letzte Schlüssel ist. Mal ganz kurz so. Was ihr wollt. Ihr wollt. Hier ist mir das nicht ganz so egal. Gut. Ja, wenn man die Risse nicht sieht. Wir haben den letzten Key. Ist auch gar nicht anstrengend. Gut. Das auch. Oh Mann. Wieso springe ich in den Rhein? Ich weiß, weil ich dumm bin. Aber hiernach gehe ich auch pennen, ich bin langsam müde. Nennen wir es einfach mal, weil wir noch nicht die Panflöte haben, beziehungsweise die Ocarina. Panflöte. Jetzt Ocarina, ich weiß. Ist eine Art Flöte, aber keine Panflöte. Nee, aber da wir die noch nicht haben, nehmen wir das als schneller Rückweg. Oh, für Behinderte. Jawohl, oh, Gott sei Dank. Einfach geht's. Nicht mit. So. Wir haben fast schon. Was ist hier noch? Warum ist der hier noch? Mal für den Boss. Ach, das ist der Schleim. Gigasoll. Naja, jetzt ändern sich ja die Schemen von denen. Ups. Boom, Boss fertig. Das ist einer der einfachsten, ja. Selbst wenn ich das Unsterben kriege. Wir brauchen unbedingt wieder so einen Balsam. 4, 6, 7 und Nummer 8. Gut, haben wir die Glöckchen.
Wir können unsere Glocken baumeln lassen. Du hast das nächste Glöckchen. Hilft auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Wasserfall. Im Wasserfall ist es versteckt. Oh ja. Ach, die Eule kommt mal wieder. Oh, roh, roh. Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Ei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint verlassen kannst. Geh nun zur Durstwüste, ihre Einbewohner werden dir den Weg weisen. Ururu, ururu, guru, 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 3 weiße Tauben. Dafür müssen wir schwimmen können. Auch da kommen wir so noch nicht hin. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir. An die kommen wir nicht dran. Nächstes hin. Oh, lass mich mal kurz überlegen. Alles auswendig wissen kann ich ja nicht. Ach, sieh ihn an. Hast du schon mal gefunden? Super. Nein, mit dem möchte ich nicht sprechen. Ja. Oh Gott, ich sollte aufpassen. Ui, ui, ui. Arg. Okay, das sieht definitiv nach einer. Jawohl. Gut, dann haben wir das auch. Ach, Fuyu. Kotzt er die Bombe aus und tötet mich damit. Ich will noch ins Dorf gehen.
Ah, es lebt wieder. Muschel habe ich aber ja. Mist. Bevor ich mit irgendjemandem von hier spreche. Teleporter. Perfekt. Diese Musik. Wenn wir noch nicht durchkommen. Nochmal hinter was ganz anderem her. Unseren Part zu beenden, möchte ich mich das hier hinten haben. Und danach als nächstes schauen wir uns das Zoodorf dann an. Neues Herzteil. Fehlt mir, glaube ich, noch eins. Ich denke, mir fehlt noch eins. Dann haben wir schon. Ich. Neun Herzen. Bald schon eine ganzen Herzreihe voll. Und in der nächsten Folge fangen wir das Ganze an zu erkundigen. Zu erkundigen und so weiter und so fort. Und natürlich das Dorf. Okay, es ist spät. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht und viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt noch machen mögt. Und viel Spaß bei der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Link's Awakening.